Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch zu einem neuen Titel auf meinem Kanal, einem Indie-Titel Vane. Ich weiß nicht viel über das Spiel und mir ist auch ein kleiner Mistake unterlaufen. Und zwar wollte ich das Spiel von Anfang an für euch aufnehmen. Im Anfangsbereich läuft man mit so einem Jungen durch eine halb zerstörte Welt, die gerade dabei ist, unterzugehen. Es knallt und geblitzt überall und man rennt zu einer Hütte und wird dort des Platzes verwiesen. Ja, ich hatte vorher ein bisschen was über das Spiel gelesen. Es ist ein Indie-Titel. Man spielt entweder einen Jungen oder einen Raben, diesen hier, der hier so auf dem Baum liegt. Ich mochte den Grafikstil, hatte auch gelesen, dass die Steuerung teilweise echt suboptimal ist. Und ja, ich bin gespannt. Ich weiß auch noch nicht, wie viele Folgen ich mache oder wie euch das gefällt. Davon hängt das auch ein Stück weit ab. Aber ich mache jetzt heute Abend, heute ist Samstag, die erste Folge, vielleicht auch zwei. Und dann werden wir einfach mal weiterschauen. Ja, ich drücke mal X. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, wo ich hin soll und wo nicht. Das Spiel gibt mir jetzt auch gerade nicht wirklich irgendwelche Anhaltspunkte. Nun nicht so wirklich. Da war jetzt irgendwie Wasser. Antippen. Ich habe gerade keine Ahnung. So müsste ich normalerweise nach oben kommen. Und so schweben wir als Rabe hier durch die Gegend. Wir haben hier irgendwie ein riesiges Land vor uns. Ich habe gerade auch echt nicht die geringste Ahnung, was ich tun soll. Ein Land würde ich das nicht mal nennen. Das ist eine Wüste. Und da läuft, glaube ich, eine Schlucht. Sehr merkwürdig. Und ich sage ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, wo ich hin soll. Wir sind jetzt sehr hoch. Ich bewege mich einfach mal in die Richtung. Was jetzt hier richtig oder falsch ist, kann ich euch echt nicht sagen. Das Spiel gibt jetzt ja auch nicht wirklich irgendwelche Hinweise. Ich folge einfach mal der Schlucht. Vielleicht ist es richtig, vielleicht auch nicht. Aber es hat einen echt netten Grafikstil, wie ich finde. Hoppla, ist ganz schön windig hier. Eine ziemlich triste graue Welt, um das mal so zu sagen. Ja, keine Ahnung. Ich habe heute irgendwie Aufnahmetag. Ich hatte heute Nachmittag erst noch Grim Dawn aufgenommen und noch Wulzen. Und jetzt habe ich gedacht, nochmal so ein bisschen zum Runterkommen, dieses Spiel. Und heute Abend wollte ich dann noch für mich selbst ein bisschen Resident Evil 2, das Remake, spielen. Und ja, das war dann mein Samstag. Heute war ja auch ein richtig schöner Scheiß-Samstag, so ein Tag, wo man echt nicht vor die Türe gehen wollte. Nicht so wirklich. So, was haben wir denn da? Man weiß es nicht. Ups, da war irgendwas. Ich habe irgendwas gesehen. Ich habe was gesehen. Da blinkt was. Wir fliegen da mal runter. Hey, ganz ruhig, Brauner oder Schwarzer. Ich glaube, da soll ich hin, ist mal meine Vermutung. Soll auf dem Ding landen, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Dafür muss ich aber ein bisschen die Kamera drehen, sonst wird das nie was. Hallo. Also ich muss mit der Steuerung erstmal ein bisschen klarkommen, ne? Um das mal ganz vorsichtig zu sagen. Sieht irgendwie aus wie ein Traumfänger, oder täusche ich mich da?
dachte, ich könnte vielleicht irgendwas machen. Aha, wir rufen unsere Kumpels. Und was wird das jetzt? Da hinten blitzt es. Und jetzt fliegen die Vögel da hinten hin. Ich bin gerade noch ein bisschen überfragt, sage ich euch ganz ehrlich. Aber wir werden auch mal in die Richtung fliegen müssen, glaube ich. Vielleicht sehe ich das auch einfach falsch. Ich habe gerade keine Ahnung, Leute. Verraten, was das soll? Oder sieht hier jemand noch irgendwas, was man hier vielleicht tun kann? Okay, ich fliege jetzt einfach mal in die Richtung in den Geschossen. Ich weiß nicht mal, ob das ein Schuss war. Ich weiß gerade nicht wirklich, was das war. Ich kann es nicht sagen. Ich fliege einfach mal in die Richtung, in der auch die anderen Raben abgehauen sind. Sehr, sehr merkwürdig. Können wir auch irgendwie schneller werden oder ist das irgendwie nicht drin? Das ist aber echt eine zerstörte Welt hier, oder? Bisschen schneller wäre schon cool. Ich fliege einfach mal in die Richtung hier. In dem Glauben, dass ich den anderen Vögeln folgen sollte. Ob das jetzt der richtige Weg ist oder nicht. Wie gesagt, das Spiel nimmt einen kein Stück an die Hand. In diesem kurzen Moment, da war es geblinkert, in diesem kurzen Moment, den ihr jetzt leider nicht sehen könnt, weil er auch keinen Neustart des Spiels zulässt, war es wirklich so, da lief man mit einem Jungen durch eine völlig zerstörte Welt. Wo hat es denn jetzt geflinkert? Bei dem Teil da? Ja. Na. Okay. Na. Wie wär's mit Landen? Könnt ihr helfen, Jungs? Okay, jetzt geht's wohl in die Richtung weiter. Sieht ein bisschen so aus. Komm. Können wir ein bisschen Geschwindigkeit draufkriegen? Ich glaube, so schnell wie unsere Kumpels sind wir nicht. Ich nenne sie einfach mal Kumpels, obwohl ich mir ja nicht sicher sein kann, aber bis dato helfen sie mir ja tendenziell eher. Ich weiß auch nicht, wie wir da jetzt irgendwie... Nein, schneller werden sollen. Na komm. Da hinten müssen wir wahrscheinlich hin, wo unsere anderen Kumpels sind. Vermute ich einfach mal. Mhm.
Fliegen wir noch ein bisschen höher. Naja, das macht ja fast hier einen Stillstand. Hier hat es jetzt nicht geblinkert oder so. Aber in der Tendenz würde ich sagen, ich probiere es einfach mal. Nein, 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 nein. In der Tendenz würde ich sagen, hier sind wir nicht so verkehrt. So. Was passiert, wenn ich meine Kumpels hier rufe? Irgendwie so gar nichts. Nee. Wo bist du denn schon ganz hin, Freundchen? So weit solltest du gar nicht wegfliegen. Vielleicht müssen wir da oben rauf oder so. Wie soll ich da hochkommen? Verrat mir das doch mal einer. Eieieiei. Also das mit dem Fliegen, die Steuerung gefällt mir gerade echt nicht. Okay, so geht's nicht hoch. Komm schon, ein bisschen hochsteigen kannst du hier noch, oder? Alter, ist das schwierig. Also das, ja, guck mal, man merkt, es ist halt in die Titel. Ah, komm. Soll ich mich da vielleicht als Junge zurückverwandeln? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall geht's hier nach oben. Nein, 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 du sollst nicht abstürzen. Bisschen ätzend die Steuerung. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht, wie ich da hochkommen soll. Ich komme da nicht hoch, Leute. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie. Ich kann da doch nicht ganz hochhüpfen. Das könnt ihr jetzt nicht von mir verlangen, oder? Ist das euer Wille? Gut, wir hüpfen hoch. Er geht aber nicht hoch. Also die Steuerung ist strange. Die Steuerung ist echt... Ja, super. Nein. Die Steuerung ist wirklich sehr merkwürdig. Na gut, und die Grafikbugs auch. Das sah echt interessant aus, der Titel. Aber in diesem Zustand, sage ich euch ganz ehrlich, weiß ich nicht so richtig, was ich davon halten soll. Hier sind aber auch keine Vögel, die mir irgendwie helfen könnten.
Na gut, ihr Lieben, ich werde diese Folge jetzt mal beenden und dann mal, wollte ich jetzt meine Pizza in den Ofen schmeißen, mal abgesehen davon, dass ich jetzt gerade Hunger habe. Ja, ich weiß gar nicht so richtig, was ich jetzt dazu sagen soll. Nicht so wirklich. Ich werde es nochmal testen bei der nächsten Aufnahme. Was zum Teufel, hier guckt ihr, die Grafikbugs sind natürlich echt ein bisschen schade. Aber gut, wir werden sehen. Wir schauen mal, ich werde möglicherweise noch eine zweite und dritte Folge machen und dann schauen wir einfach mal weiter. Ich sage bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.